So, Mona, jetzt machen wir unser kleines Assoziationsspiel. Ich gebe dir einen Begriff, du reagierst möglichst spontan. Bereit? Geht los. Social Media. Likes, Reichweite, Unsinn. Nächste. Authentizität. Ich sage einfach drauf los. Realness, Fakeness, Hip-Hop-Begriffe, Selbsttreue, Identität. Modeopfer. Marken, Oberflächlichkeit, Verschiebung von Prioritäten, liebesuchend. Das war jetzt schon philosophisch. Jetzt Zufriedenheit. Das ist auch eine Entscheidung, die man trifft. Man entscheidet sich, zufrieden zu sein und die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Die Dinge, die man nicht verändern kann, so zu lassen. Und ja, glücklich zu sein. Selbstschutz? Vorsicht. Sehr wichtig, um ja, seine Privatsphäre zu schützen und um auch nicht so Zielscheibe zu werden oder Gesprächsthema. Okay. Herausforderung? Wichtig. Umgehe ich sehr oft. wichtig, um zu wachsen, zu lernen und das Leben zu verstehen. Träume. Oh, Träume. Wahrscheinlich erreichen wir, wenn wir schlafen und träumen, einen anderen Bewusstseinszustand, in dem tatsächlich das, was wir träumen, auf einer anderen Ebene auch so geschieht. Was sagst du zu Träumen? Ich finde es lustig, dass du den Begriff Träume wörtlich genommen hast. Man kann ihn natürlich auch im übertragenen Sinne so Träume, die man hat, die man in seinem Leben erreichen stimmt, will. Stimmt, ja. Stimmt. Aber das ist auch ein interessanter Punkt. Meine Frau hat heute Nacht geträumt, dass sie mit Bastian Schweinsteiger geknutscht hat. Habe ich gesagt, der spielt nicht mehr bei Bayern, da wäre es okay gewesen. So viel zu träumen, ne? Okay, weiter geht's. Akzeptanz. Ja, unfassbar wichtig, um für Selbstwertgefühl, aber auch um sich als Mensch wahrscheinlich überhaupt wahrgenommen zu fühlen von anderen, akzeptiert zu werden für das, was man ist. Dann haben wir noch unseren kleinen Verein, Freunde fürs Leben. Aufklärung, gerade. Also gerade so dieses Thema Depression oder Suizid ist ja etwas, was gesellschaftlich, also gerade Suizid ist ja nicht so salonfähig wie Burnout. Burnout ist irgendwie okay, weil das irgendwie, kann man sagen, ja, der hat sich überarbeitet, das ist irgendwie, das macht sich sogar fast gut. Aber es gibt so viele Leute, die depressive Züge haben oder depressive, ja, Verhaltensmuster schon aufzeigen eigentlich und denen das gar nicht so sehr bewusst ist und die auch hilflos sich fühlen, weil sie nicht genau identifizieren können, woher das kommt, weil sie nicht drüber sprechen, dass man überhaupt darüber spricht und dass man das einfach rauslässt. Das ist das Allerwichtigste. Pubertät? Sexualkunde. 4. Klasse. Weiß nicht noch, da habe ich meine Grundschullehrerin gefragt. Ich bin sehr, sehr lange davon ausgegangen, dass Kinder aus dem Bauchnabel kommen. Und ich glaube, ich habe auch lange Zeit gedacht, dass Kinder entstehen, wenn
die Geschlechtsteile sich nur berühren und in dem Moment würde das Baby gezeugt werden, dann würde man einen Bauch bekommen. Dann war meine Frage an Sexualkunde tatsächlich, wie lange dauert es nach der ersten Berührung, bis das Baby dann ausgetragen wird. Das ist irgendwie meine Assoziation zu Pubertät. Was schon biblischer Ansatz. Ja. Was ist denn deine Assoziation zu Pubertät? Pickel, eine verlaufsgetönte Brille mit Sportbügeln, Mittelscheitel und einen Tanzkurs mit einem Mädchen, dessen Kopf größer war und nicht mit mir gehen wollte. Pubertät, schrecklich, schrecklich. Auch für meine Eltern. Letzter Begriff ist Enttäuschung. Enttäuschung ist auch immer so ein bisschen Verrat. Und Verrat wiederum ist eigentlich immer ein Grund, Tschüss zu sagen. Okay.